Liebe Zuschauer, das, was wir jetzt für Sie bereithalten hier bei Pearl TV, ist wieder mal ein Sahnestückchen aus unserem Programm. Und man darf nicht vergessen, wir haben immerhin über 16.000 Artikel hier bei uns im Programm. Und unser Stammhaus Pearl macht das mittlerweile auch schon seit fast 25 Jahren. Aber hier und da sind wirklich schon mal richtige Sahnestückchen mit drin. Und gerade dann, wenn wir nicht mehr allzu viele Stückzahlen bereithalten können für unsere Kunden, haben wir natürlich mitunter auch schon mal ganz besondere Sonderaktionen. Und sie sind genau richtig hier bei Pearl TV gelandet, denn so eine Sonderaktion haben wir jetzt für Sie. Stückzahlen sehr begrenzt, deswegen preislich sehr attraktiv und ein Klangerlebnis, wie ich es ehrlich gesagt in dieser kompakten Form seit vielen Monaten nicht mehr erlebt habe. Also wenn Sie jetzt für Ihr Bad, für Ihr Schlafzimmer, vielleicht auch für Ihre Jungs, für die Enkel, für die Kinder oder einfach in der Verwandtschaft für jemanden ein kleines, kompaktes Soundsystem suchen, dann sollen Sie jetzt ganz genau zuhören. Denn wir haben hier in unserem Auvisio 2-in-1-System sogar einen kleinen Subwoofer mit integriert und zwei Hauptlautsprecher. Das heißt, da kommt richtig Musik raus. Und wir haben natürlich nicht vergessen, hier sehen Sie es, Auvisio, eine unserer absoluten Top-Marken. Wir haben es auch nicht vergessen, natürlich alle aktuellen Schnittstellen, die es so gibt und die alten in Kombination hier abspielbar zu machen, was ich auch sehr, sehr, sehr wichtig finde. Ich drehe es mal ganz kurz, dann können wir nämlich auch gerne mal einen Blick riskieren. Hier ist nämlich ein iPhone 4 drauf, was natürlich hervorragend angedockt werden kann. Die meisten haben ihre Lieblingsmusik ja sowieso mittlerweile auf einem Smartphone, sprich aus einem iPhone oder auf einem iPod beispielsweise. Aber hier sehen wir natürlich auch den USB-Stick, den man ebenfalls jederzeit als Musikquelle heranziehen kann. Viele finden das einfach praktisch, weil hier sehr viel Speicher drauf passt auf einem wirklich verhältnismäßig geringen Platzangebot. Oder noch einfacher natürlich, und das ist ein Stück weit dahinter zu finden, das ist der SD-Karten-Slot, also auch SD-Karten nimmt er entsprechend an. Tja, und das hier, das werden Sie vielleicht auch noch kennen. Moment, das hier ist tatsächlich kurz hier. Von der Funktion mal rübergehen. Okay. So, AUX-Tuner, CD, da hatten wir schon. Moment, jetzt bin ich eins zu weit. Das können Sie alles hier wunderschön von der mitgelieferten Fernbedienung ausmachen. Achtung. Da kommt es rein. So macht man heute CDs auf. Nicht mehr hochklappen, sondern ganz gemütlich. Zack. So, und das gleiche über die Fernbedienung oder auch am Gerät können Sie natürlich auch wieder zumachen. Auf. Das ist einfach schön zum Zugucken. Es macht allein schon so Spaß, denn hier ist alles komplett servogesteuert. Das ist fantastisch, ganz ehrlich. Also nicht nur vom Klangerlebnis her. Und wir werden gleich noch mal ein bisschen aufdrehen hier. Ist das ein richtiges Sahnestückchen? Auch von der Optik her. Also Auvisio hat wirklich in den letzten Jahren häufig genug bewiesen, dass sie wirklich etwas von Hi-Fi, High-End-Lösungen verstehen. Von der Verarbeitungsqualität her, muss ich sagen, absolut top. Muss ich mit keinem anderen Markenanbieter, der normalerweise mindestens doppelt so teure Preise verlangen würde, verstecken. Es ist natürlich alles aufgeräumt. Es ist schön übersichtlich. Sie werden es nach Hause bekommen, Sie werden es anschließen und Sie werden direkt Freude dran haben. Und ganz ehrlich, in dieser schwarzen Optik mit diesen matten Elementen hier dran, ist das wirklich ein Hingucker im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Bad, auch als Kinderzimmer Hi-Fi-Element sicherlich mal heranzuziehen, auch mal für eine Werkstatt, für einen Partykeller. Also mir fallen da tausend Möglichkeiten ein, wo man sowas unterbringen kann. Und gerade diese verschiedensten Abstimmmöglichkeiten, wo Sie immer Ihre Lieblingsmusik in hervorragender Klangqualität genießen können, das ist wirklich schon eine richtige Spitzenausstattung, die wir hier haben. Das Dock für die Apple-Geräte oben drauf. Also wenn Sie jetzt noch, ob das ein 3GS ist, ein 4, ein 4S oder eben auch ein iPod ist mit dem alten klassischen Breitenkonnektor, können Sie hier natürlich andocken. Lässt sich auch alles wunderbar über die Fernbedienung bedienen. Trotzdem haben wir natürlich an die Radiohörer auch gedacht. Denn wir haben ein UKW-Radio mit drin mit 30 Senderspeichern und es kommt noch dazu eine sogenannte Sleep-Timer-Funktion. Das heißt, Sie können zwischen 10 und 90 Minuten wählen, wann der denn ausgehen soll. Natürlich für Schlafzimmer super praktisch, wenn ich mich abends mit meiner Lieblingsmusik so richtig schön in den Schlaf leiern lasse. Und hier auch noch einen sogenannten Video-Out. Das ist ganz wichtig, denn über diesen Video-Out können Sie alle Videoinhalte, die auf Ihrem iPhone laufen, natürlich dann zum Beispiel auch an einen angeschlossenen Fernseher weitergeben oder an ein anderes Medium. Also auch daran ist gedacht worden, damit die Videofunktion unterstützt wird. Es gibt nämlich viele Konnektoren, die nur Musik unterstützen. Der kann auch Video. Noch ein kleiner Anschluss direkt daneben, der AUX-In-Anschluss in diesem Fall. Das heißt, auch wenn Sie vielleicht noch ein älteres Handy haben, vielleicht nicht unbedingt ein Smartphone, sondern noch ein etwas älteres Modell, dann können Sie das jederzeit über die 3,5 mm Klinke ebenfalls anschließen. Und auch das funktioniert. Übrigens noch ein kleiner Nachtrag zum Radio. Sie haben hier tatsächlich auch die Möglichkeit, die Sender zu speichern. Ich glaube, bis zu 30 Stück kann man speichern. UKW, Mittelwelle ist alles mit drin. Und Sie können sogar, und das gibt die Playlist-Funktion sogar noch vor, eine Titelprogrammierung machen, bis zu 9.
99 Titel aus ihrer umfangreichen Sammlung können sie nacheinander programmieren und damit eine richtige Partynacht locker beschallen. Das Ganze war natürlich auch nochmal nachzulesen im Pearl-Katalog. Das ist nicht der aktuelle Katalog zugegebenermaßen, sonst hätten wir wahrscheinlich auch noch mehr Stückzahlen für sie auf Lager. Der ist schon ein paar Wochen alt, spielt aber keine Rolle, denn hier in diesem Pearl-Katalog war das gute Stück abgebildet und das möchte ich Ihnen gerne mal zeigen. Auf der Seite 54 findet man nämlich unsere Dockingstation und da oben ist sie abgebildet. Ich drehe es mal etwas weiter. Moment, ich mache es mal ganz auf, dann kann man das ganze Bild mal erkennen hier. 89,90. Das war der eigentliche Preis. Mhm. Richtig. Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers lag deutlich drüber, bei knapp 160 Euro. Mutterkonzern Pearl.de hat es für knapp 90 Euro im Programm gehabt. Und da wir wirklich nicht mehr allzu viele Stückzahlen für Sie bereithalten können, machen wir Ihnen und versucht zu sagen, ein unmoralisches Angebot. Wobei, so unmoralisch ist das eigentlich gar nicht. Es ist ein Schnäppchen. Und da kommen wir jetzt hier mal auf den Preis zu sprechen. Wir sprechen hier nicht von knapp 90 Euro, wie aktuell bei Pearl.de, sondern von einem Endpreis von 68,31 Euro. Ganz ehrlich, diese Qualität, diese Ausstattung und auch diese Verarbeitung und dieses Sounderlebnis mit allem, was dazugehört, für noch nicht mal 70 Euro, für 68,31 Euro, das ist wirklich mal ein Schnapper. Da würde ich nicht lange überlegen, da würde ich an Ihrer Stelle gleich zugreifen. Alles drin, alles dran, eine wunderschöne kleine, ganz übersichtliche Fernbedienung, die ergonomisch super in der Hand liegt. Kleine Drucktasten, die also wirklich sofort reagieren. Und insgesamt 11 praktische Funktionstasten auf dem Radio drauf, damit Sie auch da alles bedienen können und die restlichen 14 auf der Fernbedienung. 2x5 Watt haben die Hauptlautsprecher und der Subwoofer macht schlanke 15 Watt pro Kanal. Jetzt gibt es wahrscheinlich bei Ihnen die alten Hi-Fi-Freaks, die sagen, ah, unter 200 Watt geht gar nichts. Das ist ja keine Heimkinoanlage, liebe Zuschauer, sondern das ist ein wunderschönes kleines Hi-Fi-System, was mit der Leistung auch ohne Probleme Raumklang, also besser gesagt Räume, gut beschallen kann. Wir haben hier knapp 90 Quadratmeter im Studio 3 bei uns hier. Und der kleine Kollege macht hier richtig Dampf. Und das kann ich Ihnen garantieren. Es klingt wirklich toll. Sie können alles anschließen, was Sie brauchen. Und wenn Sie so eine kleine Standalone-Lösung haben wollen, die gut aussieht, die auf ein Sideboard passt, damit Ihre alte Anlage endlich mal ausgedient hat und Sie auch keine Lust mehr haben, ständig irgendwo Lautsprecher mit Kabeln verlegen zu müssen, dann können Sie sich für so eine All-in-One-Lösung wirklich entscheiden. Denn die klingt wirklich sehr, 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 sehr schön. Als ich vor einigen Jahren mit meiner Frau zusammengezogen bin, wir feiern jetzt alsbald unseren 9. Hochzeitstag, muss ich wohl dazu sagen, es ist schon eine ganze Weile her, war das Erste, was meine Frau kritisiert hat, natürlich meine Hi-Fi-Lösung. Da waren verschiedenste Geräte und da standen natürlich auch Boxen, so groß wie ein Kühlschrank dann im Wohnzimmer. Und meine Frau hat immer mit mir geschimpft. Nach ein paar Wochen habe ich nachgegeben und habe diese Dinger in den Keller gestellt. Jetzt haben wir tatsächlich auch die kleine Docking-Station bei uns im Wohnzimmer stehen und es ist ein wahres Klangerlebnis. Es ist nicht diese, es ist eine ähnliche, auch von Auvisio, und ich bin immer wieder überrascht, was aus dem kleinen Kerlchen rauskommt. Diese riesen Monstertrümmer, die Ihnen immer den ganzen Wohnraum vollgestellt haben, die brauchen Sie nicht mehr. Das ist die Lösung, die Sie haben möchten. Ein satter Sound, ein ordentlicher Bass ist mit drin, egal ob Klassik oder Rockpop, der kann wirklich alles. Und wenn man eben mal Nachrichten hören möchte, ist sogar noch ein Radio mit integriert. Tja, das alles kriegen Sie hier für das kleine Geld. Und jetzt hören Sie mal kurz rein. Ich komme mal ein bisschen näher mit dem Mikro, damit Sie mal ein bisschen was mitbekommen können. Mach mal ein bisschen lauter. Das ist von der anderen Seite gar nicht so einfach. Da macht der Sensor nicht so mit. So, Sie zu Hause werden wahrscheinlich frontal davor stehen. Wir müssen immer alles auf den Kopf machen hier. Das ist manchmal gar nicht so einfach. So, voller frei. Auf geht's. So, maximal Volumen bin ich. So, kleinen Moment. Ja, genau, jetzt ist es immer so, wenn man es vorführt, kommt gerade gar nichts, aber auch nicht so schlimm. Wir können nämlich auch gerne mal auf den USB gehen, den haben wir nämlich auch noch mit drin. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, was da drauf ist. Gehen mal auf Play und dann legen wir ganz einfach mal los, denn es klingt wirklich ausnehmend gut. Bitteschön. Jetzt bin ich auf Pause. Hier schon mal für Sie die... Aha, ja. Holla. Also mir vibriert es ein Stück weit in der Magengrube. Ihre Nachbarn werden sich bedanken, wenn Sie auf volles Programm hochdrehen hier. Aber Sie haben natürlich hier also auch mal einen satten Sound. Sie haben einen ordentlichen Bass, wenn Sie mal was Modernes hören möchten. Sie haben tolle Hochtöne natürlich mit dabei. Wenn man auch mal ein bisschen klassische Musik hören möchte, die Streicher, die kommen einfach fantastisch. Und das für 68,31 Euro. Eine schöne Geschenkidee, wie wir persönlich finden. PX 1540 und die 569 für diesen Kameraden.